Zu Alef 201, Leitstelle Wuppertal. Ja, wir sind am Einsatz. Verkehrsunfall eingetroffen. Ein Lieferwagen gegen Baum kollidiert. Eine Person eingeklemmt, wird durch den Angriffsrupp befreit. Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 5 Wuppertal. Gemeinsam mit dem Max in der Leitstelle. Hallöchen. Hallöchen. Und du hast direkt schon einen Einsatz. Ich sehe noch nichts. Ich hab noch frei. Also ganz ehrlich, wenn du sowas sagst, dann kannst du gleich noch Großeinsatz hier auslösen. Wenn du so unbedingt gut, was da haben willst. Ja, aber du bist schlau, du schickst direkt einen Neff mit zum Herzinfarkt, das ist gut. So. Wenn das ein deklarierter Herzinfarkt ist, also ich meine... Ja, genau. Zum Glück war der Anrufer so schlau und hat mir gesagt, dass es ein Herzinfarkt war. Oder zumindest ist das, oder er schildert die Symptome, dass es einer sein könnte. Genau, blass, kurze, flache Atmung, ja. Ja, ich kenne leider nicht alle Symptome von Herzinfarkt. So, Ja, also auch wenn ich das jetzt so gleich sage... Ich werde es vielleicht trotzdem in der Realität selber nicht richtig erkennen, glaube ich, aber naja. 2F1, Leitstelle Wuppertal, Sprechwunsch. Ja, erste Lagemeldung am Einsatzort eingetroffen. Eine Person wird vom Notarzt behandelt. Alles verstanden. Ja, eine verletzte Person. Aber das sieht schon geil aus. So, ich würde sagen, ich spule vor, ne? Ja, also ich meine, du kannst auch Taste L benutzen, wenn du so Bock drauf hast. Oh, hör doch auf, das zu sagen. Sofort Taste L. Jetzt muss ich die ja benutzen. Ich hab dich nicht gezwungen. Ja. Ist klar. Sagen sie alle. Na, immer doch. Eingehender Notruf. Oh, das habe ich gehört. Was? Ja. Das ist aber nicht gut. Also kannst du mir das dann, wenn du quasi neue Einsätze hast, die ich dann nicht höre, kannst du mir wenigstens durchsagen, dass ich was für einen Einsatz ich habe. Einsatz Müllbrand. So, da haben wir alarmiert. Aber im Endeffekt, wenn du dahin spawnst mit der Kamera, dann siehst du es ja auch. Ja, aber es ist immer ganz gut, so theoretisch, wenn du sagst, ne, Feuer groß oder so irgendwie, dann kannst du direkt machen, wenn du sagst Müllbrand, okay, dann kann ich auch theoretisch erst den Verletzten hier eintippen. Ja. Ja, stimmt. Aber sonst hätte man noch so einen Alarmsound, den kann man ja auch noch einfügen. Wobei, das kann man ja nachher im Cut einfach machen. Sprechwunsch. Zur RDW 3 für Leitstelle Wuppertal. Wie kann ich helfen? Ja, wir benötigen eine Klinikanmeldung. Verdacht auf Herzinfarkt bestätigt. Ja. Hier bin ich richtig. Ich weiß so leider nicht, was das jetzt für eine Abteilung ist. Sprechwunsch. Helios, einmal bitte. Jo. Dankeschön, funktioniert. Wir fahren. Erstmal gerade auf dem Haarlauf rumgedrückt und gewundert, dass da kein Krankenhausanmeldung ist. Aber gut. Ja genau, wir verlagern den kurz ins Haarlauf und fahren dann zum Krankenhaus. Der macht noch gleich den Angriffstrupp beim Mülleimerbrand. Genau. Ah, jetzt bin ich da auch vor Ort. Sprechwunsch. Zu Alef 201, zu Leitstelle Wuppertal, kommen Sie. Ja, wir sind beim Einsatz Müllbrand eingetroffen, brennen zwei Stapel Papiersäcke. Löschmaßnahmen werden eingeleitet. Ja, verstanden. Einheiten reichen aus. Das wollte ich noch hinzufügen. Hätte ich gerade vergessen. Ach, diese Profis. Ja, muss ich immer so, wenn, ne, letzte Runde war ich ja in der Leitstelle und du hier und jetzt wechselt man wieder und man muss halt immer dran denken, so wirklich zu funken. Oder zumindest versuchen. So, kriegen wir das hin? Ja. Ja, was ein bisschen schade ist, sie funktionieren leider nicht alle. Eingehender Notruf.
Oh, Alter, ich hab das gerade gehört. Eieiei. Alarm, Schlägerei. Wunsch. 2.11.20, 1 Fletsche, Wuppertal, kommen Sie? Ja, wir haben den Einsatz Müllbrand erfolgreich abgearbeitet. Wir rücken einsatzbereit wieder ein. Ja, so verstanden. Ja, was ist das für eine Schlägerei hier? Alarm, ach so, das sehe ich Ladengeschäft auch noch gar nicht. Überfallen. Ja, ist. Hä? Der Witz ist ja auch immer gerade bei den Straftätern, dass die so schnell wegrennen. Ja, ja. Ich war beim Ladengeschäft überfallen und denke so, hä, wo ist denn der? Hä? War das nicht ein Überfall? So, oh. Ja, das schreit schon ein bisschen nach RTWs, glaube ich, wenn man es nicht hinkriegt. Alex 10-4 für Leitschle Wuppertal, kommen Sie. Ja, erste Lagerückmeldung zum Einsatz, Schlägerei. Schlägerei bestätigt mit 4 beteiligten Personen. Wir versuchen jetzt mal alle zu verhaften. Ja, so verstanden. Das kann auf jeden Fall mal was werden. Wo ist dein geliebtes Pfefferspray? Moment. So. Hier wird sich gerade noch ordentlich geprügelt. Und ja, du hast richtig gesagt, das... Pfefferspray! Mal, können wir die jetzt auch mal verhaften? Moment mal. So, da, du einmal bitte hier hoch. Du einmal hier hin. Ah ne, hier haben wir gar keine Leute mehr. So, einmal verhaften bitte. Nochmal Pfefferspray! Die sind halt so ekelhaft hier irgendwie. Ja, so dazwischen, ne? Sonst setz die ersten doch schon mal ins Auto rein, da kannst du die nochmal benutzen. Oder möchtest du noch ein MTW haben? Ja, Moment mal, ich muss hier ganz kurz sortieren. Hä, wir haben 2 MTWs? Seit wann das denn? So. Ja genau, da ist einer. Sag mal, da ist noch einer? Leitschle Wuppertal an Alex 10-4, bitte kommen. Ja, Alex 10-4 hört. Werden weitere Einsatzmittel benötigt? Wir benötigen bitte eine weitere Transportmöglichkeit für die Gefangenen. Wird alarmiert. Danke. So, Poolschlägerei. Sehr gut. Ja, das ist. So, komm, pfeffer den mal noch mal ein bisschen. Sag mal, warte, die haben sich ja hier massig geprügelt, alle. Na klar doch. So, jetzt haben wir die mal und der Typ vom Überfall, oh, den habe ich ganz vergessen. Ich war so auf diese Schlägerei fixiert. Ist an sich ach, das auch richtig. Hanenberg. Ist an sich ja, auch richtig. Aber Moment mal. Sonst hast du ja 10 Verletzte nachher. Sprechwunsch. Alex 301 für Leitschle Wuppertal. Einmal die Lagerrückmeldung zum Überfall. Ein Täter flüchtig, benötigen einen RTW zum Einsatzort. Ja, so verstanden. So, das ist gut. Da kommt die Pol. Digga, renn doch nicht. Warum müssen die immer wegrennen? So. Ah, Straftäter warum schon festgenagelt? Die, nee, warum müssen die immer wegrennen? So. Pfefferspray! Was war das denn? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das ist ein bisschen irgendwie... So. Guti, da rein. Okay, im MTW ist genug Platz. Na, es sind sogar direkt 2 gewesen. Ja. Alter, 2, 4, 5, 6, 7. Alter. Was? 7 Stück? Oh mein Gott. Im Moment, du weißt noch nichts. Moment, ich muss ja hier jetzt... Glückwunsch.
Alex 10, Reife, Leitschle, Wuppertal. Ja, eine abschließende Einsatzrückmeldung zur Schlägerei. 7 Personen festgenommen. Wir rücken jetzt mit allen Kräften wieder zurück zur Wache ein. Ja, so verstanden. So, das ist check. Hier auch. Da, den, da. Also ich finde Überfälle halt echt immer, dass die Leute so schnell rennen, ne? Du musst ja auch schnell reagieren. Ja. Ist halt nervig, wenn die dann auf einmal so auf der anderen Seite der Karte sind, ey. Ich mag die Pool-Einsätze einfach hier nicht. So zum Absperren ist die Pool total geil, aber... Oh, Was hast du gemacht? Ein Pozillist steht hier so rum, aber den können wir ja einfach... Warte mal. Lass mal kurz aussteigen. Fährst du kurz ein Stück vor. Die zwei Leute. Du, Herr Koch, was ist denn mit Ihnen los? Ich Herr mach Koch mal die nicht Backen. Mehr. Wow. Functions. Was war denn der Remove Entity, ne? Ja, aber pass auf die Straße auf. Ja, das habe ich schon. So. Einsatz P-Tür. Ja, das haben wir. Jetzt brauchen wir hier mal. Wunsch. 5 RTW, 2 Leitstelle Wuppertal. Wir benötigen bitte einen NEF zur Einsatzstelle Überfall. Ja, so verstanden. Danke, Ende. Eieiei. Also heute ist echt Polizei, ey. Noah. Was war das gerade? P-Tür, ne? Ist ja, jetzt gerade genau. Losgefahren. P-Tür ist gerade losgefahren, okay. Wir können ja mal die Einsatzfrequenz mal ein wenig nach oben schrauben. Alter, willst du mich verarschen? Nee. Okay, dann ist gut. Notmeldeanlage. Oh. So, Schlägerei ist abgearbeitet, Überfall ist, ist halb abgearbeitet. P-Tür ist jetzt vor Ort. B1, ausgelöste BMA, Schuhstore. Oh, geil. Ach, hast ein ELW und 2 HLFs geschickt? Halblöschalarm. ELW, HLF, DLK. Ah, okay, ja. Ist ja erstmal nur B1, ne? Da muss man nicht direkt wie bei Feuer und Flamme gleich 8 Löschzüge losschicken. Ja, verstanden. Ich meine, klar, kann man machen, aber Steuerverschwendung, ne? So, hier, der Gruppenführer muss ja einmal gucken gehen, ne? Wie du das parkst, da vorne, das Auto, meine Güte. Ja, war ein bisschen unglücklich. 25, HLF 20, 1, Flightschle, Wuppertal, kommen Sie. Ja, wir sind am Einsatzort der P-Tür eingetroffen. Die Tür wird gewaltsam geöffnet. Ja, so verstanden. Werden weitere Einsatzkräfte benötigt? Aktuell kann ich dazu noch keine Auskunft geben. Ja, melden Sie sich, wenn Sie weitere Informationen haben. Jo, machen wir. Sprechwunsch. 25 HLF 201, vielleicht Schlupertal. Ja, würde ich bitte einen RTW zur P-Tür. Eine verletzte Person. Verstanden, wird alarmiert. Dankeschön. Einsatz 5 RDW 1. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... So. Ihr lauft mal da bitte weg. Und du parkst jetzt... Es gibt auch ein Platziertool, ne? Ist dir klar? Ja. Shit. Ach, das ist hier jetzt Z, das war sonst immer T. Ja, aber beim HLF kannst du mit T den Spitzen auswählen. So. Sprechwunsch. 1 LW1, vielleicht Schlupertal. Wir sind bei der ausgelösten BMA angekommen, Lage wird erkundet. So verstanden. Sprechwunsch. 1 LW1, Fleischl Wuppertal. Einmal eine kurze abschließende Einsatzrückmeldung zur ausgelösten BMA. Kein Feuer erkennbar, wir rücken einsatzbereit wieder ein. Ja, so verstanden. Ende. Fehlalarm übermittelt, Techniker werden alarmiert.
So korrekt. So, den können wir auch mal langsam abtransportieren hier. Eingehender Notruf. So. Verkehrsunfall. Oh yes. Ey, ey, ey. Platzieren wir erstmal so, dass sie erstmal vor Ort sind. Ja, da ist es jetzt beim RTW ist es auch wieder T, das Platzierungstool. Ja, da ist auch kein Zugführer mit drin. Ja. Das ist halt, da verhaspel ich mich halt gerne. Ich drücke immer T und denke dann so, hä? So, jetzt muss ich hier einmal gucken, das ist 5RTW1, okay. Sprechwunsch. 5RTW1, Leitstelle Wuppertal. Wir benötigen eine Klinikanmeldung, Einsatz P-Tür. So verstanden, einmal bitte ins Helios. Danke, Ende. So. Der Witz ist jetzt, ich habe hier in der Rückmeldung 5RTW1 ohne Sonderrechte, Patient mit Platzwunde an Körper und Kopf. Aber eigentlich kann ich das ja gar nicht wissen, wenn du es mir nicht mal vorher übermittelt hast, ne? Ja, das stimmt. Das Blöde ist nur, wenn der Patient schon aufgenommen ist, siehst du halt das Verletzungsmuster nicht. Ja, ja. Das ist wieder doof. Da musst du dann während der behandelt gucken und das verpeile ich halt oft. Ja. 5RTW2 für Leitstelle Wuppertal. Wir benötigen auch eine Klinikanmeldung. So verstanden, Mann, bitte, Podesta. Danke. So, jetzt muss ich hier einmal... Sprechwunsch. Welche Taste drückst du gerade für Sprechwunsch? Weil ich muss immer rechts dieses Kackfenster auswählen. 5? Ah. 2 Aleph 20 1 für Leitstelle Wuppertal. Ja, wir sind am Einsatz Verkehrsunfall eingetroffen. Ein Lieferwagen gegen Baum kollidiert. Eine Person eingeklemmt, wird durch den Angriffsrupp befreit. Ja, so verstanden. Werden weitere Ärzte an einer Stelle benötigt? Aktuell noch nicht bekannt. Ja, ein RTW ist ja vor Ort. Der muss gleich entscheiden, ob ein Notarzt da gebraucht wird oder nicht. Okay. Die Schlägerei wird bei mir leider noch nicht als... Ja, weil da fährt der RTW gerade noch in die Klinik. Ach so. Ja, oder? Nee. Also Petür, RTW rollt und Ladengeschäft rollt. Aber bei Schlägerei... Ja, es rollt alles außer der VU. Okay, Petür ist fertig, aber ich meine jetzt hier Schlägerei, ja. Da sagt der Alex noch Status 7. Ja, genau, der fährt auch noch irgendwo hin. Der fährt hoch nach Vohwinkel, was auch immer der da will. Oder ist der wieder mit alarmiert worden? Nein, also, dann wäre es ja nicht Status 7. Dann wäre es ja Status 3. Ja, ja, genau. Ja, auf Anfahrt ist Status 3. Ja, 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 dann ist klar. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Eingehender Notruf. Den würde ich sagen, machen wir in der nächsten Runde. So. Mann, jetzt schreibt das doch mal richtig hier. Okay, dann schreibt es halt so. Okay, Einsatz. Kreislaufkollaps. Ach lol, das steht daneben richtig. Ups. Eine Kollapse. Ein Kreislaufkollapse. Lass mich. Ein Kreislaufkollaps. Ja, den fahren wir noch und dann soll es das auch für die Folge dann wieder gewesen sein. Ist jetzt, Digga, sammel den doch jetzt mal ein. Sprechwort. So, machen wir hier nochmal. 2 Aleph 20 1, vielleicht Schlevo Portal. Ja, eine weitere Lagerrückmeldung. Ein verletzte Person aus Lieferwagen befreit. So rum. Wir übergeben die Einsatzstelle der Polizei und rücken einsatzbereit wieder ein. Ende. Ja, so verstanden. Wortfindungsschwierigkeiten, auch immer gut. So. Sprechwunsch. Alex 301. Wir benötigen einen Abschlepper bitte zum Einsatzverkehrsunfall. Komm. Wurde bereits alarmiert. Ach, sehr freundlich. Herzlichen Dank.
Sprechwort. Ach, wer hätte es gedacht? Zur RTW1. Ja, wir brauchen einmal eine Klinikanmeldung. Waldkrankenhaus, Bieberfelde. Das ist sehr schön. Patient mit Schleudertrauma, Zielkrankenhaus, Waldkrankenhaus, Bieberfelde. Okay, Schleudertrauma. Ja, wobei das, ich nehme mal an, das ist realistisch für, wenn du da echt gegen Baum kachelst. Ja, also man kann da leider ja nicht die Geschwindigkeiten so erkennen, aber in echt wäre es halt schon schmerzhaft, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann von Glück reden, dass ich noch keinen Unfall hatte. Bin auch froh drum. Toi, toi, toi. Ja. So, Moment, was hat er jetzt? Ah, okay. Ist jetzt die Kollapse korrigiert worden? Nee, schade. Schade? Okay. Gut, einmal einsammeln hier bitte. Sprechwunsch. Alex 301, was kann ich für Sie tun? Kurze abschließende Einsatzrückmeldung. Unfall wurde aufgenommen. Der Fahrzeug wird gerade abgeschleppt. Wir rücken auch wieder einsatzbereit ein. So verstanden, der Fahrzeug wird mit Abschleppunternehmen ins Krankenhaus gebracht. Ja, es ist das Autokrankenhaus, aber ich würde mal annehmen, das ist ein Totalschaden. So, das wird auch abtransportiert hier. Sprechwort. Ah ne, erst wenn wir... 9 RTW 1. Ja, einmal Kreislaufkollaps bestätigt. Wir brauchen bitte eine Klinikanmeldung. Einmal Helios. Dankeschön. So, das sollst du dann auch... Was, du, warum fährst du hier durch den Garten? Bist du bekloppt? Bist du deppert oder was? Ja, natürlich. So, das soll es dann aber auch wieder für die Folge gewesen sein. Ich muss sagen, hat echt Spaß gemacht. Sollten wir auf jeden Fall öfter spielen mit Leitstelle. Definitiv. Ist ja schon cool. Lustig. Ja. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Warum fährt ihr jetzt immer noch die Streife umher von der Schlägerei? Gut. Vermutlich, weil der letzte Typ, der da drin war, nicht richtig übernommen wurde. Weil die Schlägerei ist immer noch nicht abgeschlossen bei mir. Weil der Alex 10-2 noch durch die Gegend fährt. Ja. Na gut, das sehen wir dann. Ich sag mal so, tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.